Ja, trotzdem bleibt der Plan so bestehen. Ich hätte nämlich auch ganz gerne die anderen Türme. Das heißt, wir setzen dich da hin, wir befüllen dich mit dem. Ich habe 0 Brennstoff dabei. Gib mir den Baum da. Kann ja auch alles nicht angehen, Gita. So. Gucken wir, was wir alles kaputt gemacht haben und ob die Sachen wirklich auf dem Boden rumliegen. Was? Das war so nicht abgemacht. Die haben die Diamanten aufgefressen. Was sind das denn für Arschlöcher? Also meine Theorie steht nicht. Wenn Beißerkisten zerstören, landet das Zeug nicht auf dem Boden, sondern es ist weg. Ach du... Okay. Also ja, wir müssen das auf jeden Fall sehr, sehr gut sichern, damit sowas nicht vorkommt. Weil stellt euch mal vor, die Basis arbeitet jetzt eine Stunde lang, während ich was anderes mache, vor sich hin und produziert tierisch viele Edelsteine. Oh, Sprit. Produziert tierisch viele Edelsteine. Hier kommt ein Angriff und die ganze Arbeit von der ganzen Stunde wäre weg. Das ist nicht schön. Und ich finde es sehr peinlich, dass ich Holz hacken muss, um mein Auto zu befüllen. So, nicht in den See fahren, nicht in den See fahren. Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Dann hoffen wir, dass die Roboter hier oben lieber zu meinem Auto sind, als die Roboter unten. Ja, wird gleich repariert. Okay, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich durch, lass mich durch. So. Hier brauchen wir theoretisch auch Dreiermauern, aber das muss warten. Gib mir Eisen. Ja, ist nicht viel und ich habe mein Inventar vorhin nicht aufgeräumt. Das ist vollkommen egal. Ich muss nur schnell wieder weg. So, so. Ja, reparier bitte die Mauer. Ich muss nur schnell wieder hier weg und möglichst schnell zurück zur Hauptbasis, damit da Stahl produziert werden kann. So, heiz, 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 heiz. Ich hätte auch ruhig ein, zwei Brennstoffblöcke mitnehmen können, ne? So, Rinder, rauf da, durch da. Basis, 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 Basis. Nicht die großen Pfosten umhauen, genau. Weech, weech. Aufsteigen, mitnehmen. Warum? Oh, wir haben keinen Platz für Auto. Stell dich dahin. Okay. Runter, 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 runter. Brennstoffblöcke nehme ich später mit. Wichtigste Sache jetzt überhaupt ist, dass ich das Eisen abliefere. Und zwar... Hier. Bam. So. Gut. Dann hätte ich gerne meine Ramschkisten. Wo sind meine Ramschkisten? Da sind meine Ramschkisten. So, hier ist ganz viel Resin. Das kommt gleich zu den Bäumen. Dann, was noch? Du kannst hier bleiben. Genau, sortier mal alles aus. Die Roboter können raus. So, genau, geht reparieren, geht Bäume fällen, macht alles, was ihr machen sollt. Plastik habe ich zu viel drin. Iron Chest brauche ich gerade nicht. Die Science Packs kommen oben hin. Ein Useless hat überlebt. Oder wo habe ich das gerade her? Keine Ahnung. So, wir brauchen nur ein Stack davon, wir brauchen keine davon. Wir brauchen die Transport Bales gerade nicht. Warum habe ich 15 Alien-Artefakte dabei? Wollte ich die auch noch zu Science Packs machen? Wahrscheinlich. Mach mal. So, Eisen kommt wieder an. Stahl wird wieder produziert. Blaue Science Packs sind nicht vorhanden, weil, ne? Keine Ressourcen da waren. Das ist okay. Du, bitteschön. Kriegst sogar ein Speed-Modul. Kriegst sogar zwei. So, von Hand hacken? Weiß ja nicht. Nee, komm, das machen die Roboter oben. So, also das war der erste schnelle Trip. Oben ist noch sehr viel Eisen, das ich abholen könnte. Das brauche ich jetzt direkt aber nicht. Ich muss jetzt eigentlich nur warten, bis genug Stahl produziert wird für die Lasertürme, oder?
Eigentlich ja. Oh, das Eisen kommt gar nicht unten an. Jedenfalls hier nicht. Okay, wir haben ein Problem. Die schnellen Arme sind zu langsam. Also die very fast Arme sind zu langsam. Oder das Fließband ist zu langsam. Jetzt habe ich sie gerade weggepackt, die schnellen Dinger. Okay, gib mir die schnellen Fließbänder zurück und ersetzt bitte mal die normalen Fließbänder mit den schnellen Fließbändern. Und mach sie bitte richtig rum. So, der Splitter ist schon schnell. Das Untergrundding da ist nicht schnell. Okay, Untergrundschnellding braucht Eisenzahnräder. Haben wir Eisenzahnräder auf Vorrat? Ja, gib mir bitte Eisenzahnräder auf Vorrat. Bitte bau davon welche. Bitte hör auf mit dem Alien Science Zeug. Bitte fang an mit dem Alien Science Zeug. So. So, du setzt das da weg. Da rein, da raus. Und jetzt ist das durchgehend rot. Okay. Hier staut sich das, das ist gut. Aber wenn es sich hier staut, heißt das, dass es hier durchrauschen kann. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, hier schnellere Dinger zu benutzen. Nö. Hier ist alles voll gestaut, alles super. Alles okay. Das ist das Einzige, wo wirklich das Ganze gehapert hat. So, hier ist noch so ein altes unterirdisches Ding. Das kann ich auch einfach drüber klicken. Das ist gut. Und rot ist inzwischen auch zu langsam. Wir brauchen blaue Fließbänder. Ne, eigentlich brauchen wir very, very fast Rausschmeißer. Ich könnte das anders regeln. Das glaube ich, mache ich jetzt auch mal ganz kurz. Da. Ihr werdet euch jetzt schon denken können, was ich vorhab. Das müsste soweit eigentlich auch ganz gut gehen. Aber ich schließe es erst an, wenn es fertig ist. Wenn es fertig ist, so. Ich hätte gerne very fast Rausschmeißer. Und zwar kleine und Ding, Ding. Kleine und ganze. Und es fehlt Eisen. Gib mir bitte Eisen. So, davon auch noch zwei. Also ich habe jetzt fünf von den schnellen Ganzen und da sind die halben. Das heißt, du tust das bitte halb, halb, ganz, ganz. Ja, ich habe die Geschwindigkeit jetzt verdoppelt. So. Ups, falsch rum. So, also der Output von der Kiste ist jetzt verdoppelt. Das heißt, es dürfte sich jetzt sogar auf dem roten Fließband stauen. Und ich hoffe mal, das reicht. Das rast jetzt nicht ziemlich schnell runter. Also ich muss gleich wieder nach oben. So, und jetzt bitte sag mir, dass hinter dem Stahl noch was rauskommt. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was ist hier los? Achso. Hier war wegen grünen Ärmchen. Du nimm bitte mal ein schnelles Ärmchen. Es mangelt gerade an den grünen Ärmchen. Die grünen Ärmchen brauchen blaue Ärmchen. Blaue Ärmchen sind zu langsam. Was geht nicht mehr heutzutage? Langsam ist ausgestorben. Gib mir MK2 Speedmodule. Mwahaha, 11 MK2 Speedmodule. Sehr schön. Du. So, du hast schon eins. Hier, nimm noch eins. Achso, und ich brauche MK1 Module. Die brauche ich nämlich für die Fabriken. Also die Frage, die ich mir vorhin gestellt hatte mit, braucht man die MK1 Module für irgendwas, die besteht noch. Denn man braucht sie hierfür. Das heißt, wir sollten eigentlich einen kleinen Puffer haben an MK1 Modulen, aber bisher geht das ja einigermaßen gut auf. So, das heißt, wir machen jetzt, bauen nochmal eine zweite. Wir machen jetzt aus den blauen Ärmchen, aus den grünen Ärmchen schnellere Fabriken und geben ihnen jeweils MK2 Speed-Module. So. Du brauchst auch ein schnelleres Ärmchen da. Und hier blaue Fließbänder. Nein.
Das bringt gar nichts. So, Fabriken, da. Bam, bam. Dadurch haben sie wieder mehr Platz für mehr Speedmodule. Momentan mangels an der Geschwindigkeit des langen Arms da hinten. Ja, das ist nicht so schön. Können wir ändern? Können wir ändern? Mach mal das da weg. Mach das da oben hin. Mach das da weg. Sammle das hier alles ein, damit der Boden nicht so komisch ist. Mach das so, so. So, so. Ist alles noch richtig, ne? Chips rechts, Eisen links. Ja, ja, ist alles gut. Und dann machst du aus dem einfach jetzt so ein. Oh, ist das schick. Also es sieht ein bisschen stotterig aus hier, aber es funktioniert so, wie es funktionieren soll. Und dann müsst ihr jetzt wesentlich schneller die blauen Dinger da herstellen. So, was mit dir? Worauf wartest du? Du wartest ebenfalls auf grüne Chips. Okay. Den Trick von da oben können wir hier nicht wirklich machen, weil die Kiste im Weg ist. Und mein Inventar hat nichts zu tun, das ist nicht gut. Inventar, stell bitte mal Repair Packs her. Alle. So. Können wir die Staukiste einfach irgendwo anders hinbauen? Ja, können wir überall hinbauen. Das ist vollkommen Wumpe. Ja, mach das da weg. Hier einfach ein normales Fließband hin. So, dann machst du hier irgendwo ein Untergrundding. Untergrundding da. Gehst hier rein, kommst da raus. Dann machst du hier wieder einen Knick. Einen besseren Knick. So. Dann kommt hier das. Kiste hin, da kommt ein schnelles Ärmchen hin, da kommt ein schnelles Ärmchen hin. So, das hat gerade irgendein Stahlträger irgendwo anders hingeschmissen. Dahin. Ah, das geht nicht, weil... Ah, doch. Es kommen gerade nur keine roten Chips an. Weil die ihn viel zu lange brauchen, weil die viel zu langsam sind da. Roter Chip kommt, wird genommen, wird weitergereicht und wenn er sich staut, wird eingelagert. Okay, so, du. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lieber so als andersrum. Und es werden richtig schön schnell grüne Erbchen hergestellt. Sauber. Das war doch mal eine sehr effektive Verbesserungseinlage von den Dingern. Hier mehr Speedmodule reinzuhauen, ist Verschwendung. Fällt mir gerade auf. Jetzt mangelt es an den grünen Chips. Okay, werden die nicht schnell genug rausgelegt? Sie werden nicht schnell genug hergestellt. Seit wann das denn? Nimm mal hier. Ganz viel Zeug. Achso, das Ärmchen ist zu langsam. Bam. Bist du auch ein sehr schnelles? Ja, bist du. Okay. Ich wollte schon sagen, das wäre sehr komisch, wenn das daran hapern würde. Dass wir einfach nur ein zu langsames Ärmchen bei der Fabrik haben. Und die Fabrik ist übrigens eine ganz normale Zweierfabrik, ne? Daraus müssten wir eigentlich auch noch eine Dreier machen. Bitte mach eine Dreierfabrik. Bitte setz die Dreierfabrik da drauf. Eisenplatten. Oh ja. Denke dran, immer zwischendurch hochfahren, neues Eisen holen. Zumal die Kiste jetzt ja hier sehr schnell, also sehr, sehr schnell ausgesaugt werden kann. Und denke bitte ebenfalls dran, dass du dein Zeug auch ausmistest, bevor du nach oben läufst. Ich schmeiß einfach mal alles rein. Außer das Auto, ein paar Repair Packs und irgendwas, was brennt. Nehmen wir mal ein Stack Brennstoffblöcke mit. Wenn wir da hier noch irgendwo rankommen, ja, hier.